Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Ja, wir begeben uns jetzt mal zu Rain Raid und ich glaube, da würden wir sterben. Gut. Wo ist er denn? Wo ist das denn? Einfach erstmal raus. Also, wir können auch schnell reisen, ne? Wenn wir schon mal die Technologie haben. Jetzt ist nur die Frage wieder, wo es ist. Da oben, genau. So. Supi. Ja, und wir haben noch einen Skillpunkt. Den werden wir auf jeden Fall auch. Guck mal, Jäger, du hast mit meiner Schwester gesprochen, hast sogar überlebt und kannst berichten. Vergiss diese Harpie. Diese Aufzeichnung, darf ich sie sehen, Kammerjäger? Ja, natürlich. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Kalypsos meinen Vater ermordet haben. Ich muss meinen Plattenspieler zum Laufen kriegen. Aber du weißt, dass Aurelia die scheiß Fanatiker schicken wird, um uns zu finden. Wenn wir lange genug durchhalten wollen, um die Kammer zu öffnen, brauchen wir eine eigene Armee. Einen Jacobs Widerstand. Es ist Zeit, Eden 6 zurückzuerobern. Und wir fangen mit der Stadt Reliance an. Ich habe einen Revolverhelden namens Clay angeheuert. Er wird uns helfen. Er wartet vor der Stadt auf dich. Du hast also meine Schwester getroffen. Tut mir leid. Lust auf einen kleinen Auftrag? Eden 6 ist im Moment so ein Sauhaufen. Als mich die Kinder der Kammer eingesperrt hatten, habe ich mich einer Bande angeschlossen. Schutz und Kameradschaft, du weißt schon. Gute Leute, Freiheitskämpfer und Verbrecher, meist beides. Könntest du wohl nach ihnen sehen? Du findest sie im Gefängnis. Welchen Sinn hat das Leben schon? Ja, ich weiß, ich weiß. Will jemand Musik machen? Ich störe nur ungern, aber wie läuft's? Gut. Ich erwarte ja nicht, dass du schon fertig bist, aber warum bist du noch nicht fertig? Ja, ich wollte mit dir sprechen, meine Güte. Danke, Kammerjäger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alistair wünscht, dass die privaten Fehltritte seiner Schwester bekannt werden. Er hat schon mit ihren öffentlichen genug zu tun. Ich finde einen guten Platz hierfür. Einen Brennofen oder irgendein großes Ding, das Brennöfen verbrennt. Ich muss wieder da raus. Ja, dann verpiss dich. Entschuldigung. Dann verzieh dich. Ist auch viel besser. Hui! Wupp. Dann wollen wir mal schauen. Also, wir können uns jetzt mit Clay treffen und Widerstand machen. Oder wir können auch bösartige Praktiken testet seine neuen Fähigkeiten in Knastbande. Ja, oh, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich glaube, Prison braucht jemand, der fahren kann und ja, das können wir später machen, aber erstmal das bösartige Praktikum. Das ist, glaube ich, wichtiger, dass wir das so schnell wie möglich da drüben. So schnell wie möglich unterbinden, war das Wort. Kann ich da drauf? Nee. Entschuldigung. Ich bin so froh, dass die den fehlenden Fallschaden nicht reingemacht haben. Also weil Borderlands 1 und 2 hatte es ja nicht. Und das hat so Spaß gemacht, so rumzujumpen. Du hast also das neueste Mitglied unserer wachsenden Familie getroffen. Aurelia, dieses Miststück ist eiskalt. Sie hat versucht, ihren eigenen Bruder zu töten. Kannst du dir das vorstellen? Wir nähern uns jedenfalls der großen Kammer. Wer sie öffnet, wird zum mächtigsten Wesen im Universum. Das verstehst du doch, oder, Superfan? Dass man der hellste Stern am Himmel sein will, zu hören, wie das ganze Universum deinen Namen ruft. Tja, das wird nicht passieren. Die große Kammer gehört mir. Du könntest diese Art von Macht nicht kontrollieren. Aber ich wurde dafür geboren.
Okay. Ich glaube, sie wird ihren Bruder töten. Oder auf jeden Fall wird es zwischen den beiden sehr großen Zoff geben. Vor allen Dingen, weil er jetzt hier sie nicht mehr braucht. Er hat hier irgendwie jetzt eigene Energie oder Macht. Und ich glaube, der wird dann überheblich und fordert sie irgendwie heraus oder so. Mit meiner Bande habe ich dunkle Zeiten überstanden. Ich habe sie das letzte Mal gesehen, als man mich zum Verhör weggeschleppt hat. Ich hoffe inständig, dass sie fliehen konnten. Hm. Gut, aber davor mache ich endlich mal die Skills. So. Kann gleichzeitig sprinten und schießen. Erhält Aufhängungsschaden. Yeah, okay. Das ist der Salamander, ne? Kohäsionsschaden. Ja, Sprengstoff. Kopf. Sprengkopf. Einzelne Rakete. Schaden plus 380%. Das wäre eigentlich auch lustig. Tragekapazität von Granaten ist halt uninteressant. Gewonnen zufügt oder bereits Schaden verursacht, erhält sie einen Teil von der Vollmacht. Kritisch. Das sind halt alles so Granaten-Skills und... Granaten... Ja, okay, aber das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also der zweite Satz ist voll useless, aber... kämpfen um dein Leben kann ich auch Granaten werfen. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aus Teil 14... Ja, das ist auch gut. Schuss beim Schaden aus Teil besteht die Chance, dass eine sekundäre. Das ist auch super. Aber der Weg dahin ist halt. Nee. Nicht wirklich useful. Das ist a Railgun. Scheiße. Boah, das ist jetzt schwer, ehrlich gesagt. Da gab's doch da da hab ich was gelesen. Das ist quasi, wenn ich, also hier wird ja ein Teil von der Gesundheit in maximalen Schild umgewandelt. Und ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass je weniger Leben Mose hat, desto mehr Damage macht sie. Das könnte man vielleicht kombinieren. Habe ich den Skill schon? Vielleicht. Ja, da werde ich mich ja nochmal schlau machen. Wann immer nachlädt, verliert sie einen kleinen Teil ihrer Gesundheit. What? Nee, das mache ich nicht. Solange aktiv ist, erhält sie Schaden drin und erhöhen. Das mache ich. Ah. Ich glaube, das ist die Kombination.
Und er hat erhöhten Schussschaden. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine gute Kombi. So. Okay. So, dann suchen wir mal seine Bande. Sniper habe ich gar nicht mehr, okay. Es kann losgehen. Schlafenszeit. Ich schalte Kammerdiebe aus. Scheiße, ja. Ach ja. Wo bist du denn? Ah, da bist du. Oh, das ist doch Jensens. Oh je. Das Fleischfeuer naht, Ketzer! Was? Ach, da oben. Jensen, mein Sträflingskumpel. Ich mache ein kleines Experiment mit dir. Auf einer Skala von 8 bis ich will sterben. Wo liegt das hier? Calypso machte Experimente mit den Häftlingen. Und mein armer Freund war sein Opfer. Jensen hatte die Stimme eines Engels. Und sein selbstgebauter war genial. Kammerjäger, du musst die anderen finden. Ja, mache ich. Auf jeden Fall. So. Werde ich was? War da oben jemand? Ja. Ja, gibt Geld. So. Das hätte ich echt vorhin machen können. Als hier noch nichts los war, aber gerade ist hier nichts los. Pass auf, Kammerjäger! Alter, was ist das denn? Und woher weiß der Hammerlocke, dass hier jetzt solche Typen kommen? Gesalbter. Ich habe mich jetzt, also meine Waffe hat mich gerade selbst getötet, aber die hat mir 200% abgezogen. Also 100% der Rüstung und 100% Ding. Leben. Bisschen übertrieben, oder? Hä? Da kommen sie! Ich kann dich gar nicht sehen, wo du bist. Die sagt viel, wenn der Tag lang ist.
Ja. Nein, nein, bitte nicht! Ich will nicht explodieren! Oh, halt die Klappe! Du explodierst schon nicht. Wahrscheinlich jedenfalls. Ich krieg langsam Übung. Und wenn du nicht willst, dass man grauenhafte Experimente an dir durchführt, dann hättest du eben Teil der Familie werden sollen. Ehrlich, selber schuld. Vercuvio hat's auch erwischt. Er hat mir beigebracht, wie man beim Würfeln schummelt. Ich würde Troy Calypso so gern an Corilax, den Unbesiegbaren, verfüttern. Und Corilax schuldet mir was? Such die anderen! Ja, das tausche ich lieber. So. Ach, das ist ganz oben. Ja, okay. Also der versucht quasi, das einfach die Leute zu verwandeln, aber bei... Bei der letzten, bei der... Bei der letzten Begegnung hatte er ja schon... Hä? Woher kommst du denn? Hat er ja so einen fetten Badass gemacht. Also. Hä, du lebst ja noch. Was für Idioten. So. Alter. Geht's dir gut? Das ist ja wirklich ein bisschen verrückt, ne? Boah, jetzt reicht mir. Wo ist er? Was ist er denn? Ist der da jetzt echt runtergefallen? Und ist tot?
Sieht so aus, also auf der Map ist er auch nicht mehr. Komisch. Ah, wieder, das ist jetzt verbuggt. Es ist verbuggt. Weil, das war jetzt... Das war jetzt der dritte. Und ich habe hier rechts steht nur, dass ich zwei habe. Cool. Ja, dann alles nochmal von vorne. Ist ja geil. Oder ich springe einfach auch mal darunter. Vielleicht kommt er dann wieder hoch. Vielleicht ist er dann wieder da. Nee. Der ist jetzt wirklich weg. Ja, super. Gut. Dann mache ich die Quest, glaube ich, irgendwann anders. Ja, dann mache ich die irgendwann anders und vielleicht wird die Quest dann wieder erneuert. Irgendwie. Keine Ahnung. Das ist ja jetzt dämlich. Gut. Na gut. Was gibt's denn noch als Quest? Die Hauptquest dann, ne? Oder mach schnell Gesell. Garage. Ja, da machen wir halt schnell die Garage. Meine Güte. So. Ja, das ist ärgerlich, aber mein. Passiert. Dim, 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 dim. Was passiert, wenn man kurz aufs Handy schaut? Wenn man eine neue Nachricht bekommen hat. Hey. So, nochmal Nachwelt. Alter, ich habe 121.000 Euronen. Ich weiß halt nicht, ob es hier gleich weitergeht oder nicht. Aber ja, mal schauen. Mal schauen. Das gucke mal. Was war das denn? Es gibt Barbecue. Ich steck in Fetten drin. Ah, ist ja gar keine Fette. Nee, komm.
Wo müsst ihr euch eigentlich hin? Da hinten hin. Da kann ich ja kurz nach rechts gehen, weil da gibt es irgendwo was von Claptrap. Ja, hier. Ja, rein funktioniert. Ja. Mhm. Naja, ist so oder so funktional, ne? Also, wenn das für Attraktivität verwendet, ist es, hat es eine Funktion, und wenn. Ja, wenn nicht, dann hat es auch irgendwie. Ja, lass mal was. Platsch. Flatsch. Flatsch. Ich brauche ein Auto. Flatsch. Flatsch. Auto. Flatsch. So. Ah, da. Auto. Auto. Hi. Oh, wie lieb von dem. Der hat gar nicht geschossen. Ich glaube, es ist da. Der Tempodämon ist da. Nimm die Rampen, um zu beweisen, dass du bereit bist für die großen Sachen. Wenn du meinen Outrunner schrottest, halt einfach bei der Werkstatt an. Ich habe Reserven. Und was soll ich damit? Ah, springe über Rampen. Ja, okay. Ist ja easy. Nicht schlecht. Vielleicht bist du ja doch noch Guagloop-Werbematerial. Keller, du triefst vor lauter Guagloop-Stil. Vor was? Ich fliege! Lass die Kolben glühen mit Guagloop. Guagloop. Gut zu fahren braucht Nerven. Noch ein Test, dann wird's richtig groß. Nerven für eine Woche. Guagloop wird dich nicht mehr loslassen. Bist du jetzt bereit für den großen Sprung? Das ist ein Dreiteiler und mein Daddy ist der einzige Fahrer, der ihn je geschafft hat. Hey, willst du mich verarschen? In die große Kammer! Die Kammer gehört uns! Ach ja? Wir werden etwas in die. Aber ich find's echt lustig, dass die jetzt auch. Sie fallen um wie die Fliegen! Anhalten. Ich lebe, um zu töten! So, wo denn? Ah, da vorne, okay. What? Ah, fast. Okay, da muss ich komplett geradeaus. Und am besten nicht zu früh mit dem Gas spielen irgendwie so. Komm. Ach, das ist doch doof. Okay. Es ist ein Dreiteiler, also braucht man dreimal drei Versuche. Das habe ich mir so ausgerechnet und das stimmt. Nee, so brauche ich es gar nicht zu versuchen. Das war kein Versuch.
Ich bin nicht gesprungen. Mann. Alter, die Lenkung mit dem Auto ist echt gewöhnungsbedürftig. Ach komm, echt jetzt? Das ist doch doof. Aber sowas ist eigentlich schon gut. Nur ein bisschen zu wenig Gas. Es ist halt umständlich mit der Maus zu lenken. Autsch. Ja, den... Achso, jetzt hier weiter, okay. Du hast es geschafft! Mein Daddy hätte es geliebt, das zu sehen. Nee. Er war der offizielle Stuntfahrer von Quarkloop. Bis zu dem schweren Unfall. Das ist seine alte Karre. Ihm ist das Quarkloop ausgegangen. Der Motor ist verreckt und die KDK haben ihn erwischt. Ich hätte den Sprung nie geschafft. Könntest du die Karre schrotten? Ich will nicht, dass sich irgendwelche Banditen bedienen. Okay, ich mach ein ehrwürdiges Ende. Danke. Ich wünschte, mein Daddy wäre hier, um dich fahren zu sehen. Bedien dich an seinem Vorrat. Gehört alles dir. Quarkloop, dafür braucht man Nerven. Und davon hast du mehr als genug. Ich kann mit Gewissheit sagen, du bist Quarkloop-Material. Oh, ein Skill. Schön. So. hier, das da. Naja, Vorrat, also ihr Dad hatte ja nicht sehr viel, aber egal. War ja auch kein Krieger, ne? Hui! So. Drift Clay in Radiance. Ah ja, genau, das ist der Hauptquest jetzt. Warte. Wo muss ich denn da hinten? Nach. Also ich muss hier hoch und da dahin. Okay, alles klar, hoch. Aber an sich, das Auto ist schon schnell. Voll gut. Aber hat halt keine Waffen, aber ja. War ja nicht dafür bestimmt. Flatsch. Die liegt ja immer noch da. Ich glaube, ich muss da hoch. Hallo. Naja, okay. Muss ja nicht. Dann treffe ich mich da drin. Auf der anderen Seite. Ach, das ist doch doof. Komme ich da irgendwie vorbei? Komme ich da? Ich komme da runter, ne? Dann komme ich da jetzt, ja. Dam, 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 dam. Und jetzt? Nein. Dann schaue ich mal darüber. Also von der Seite komme ich nicht dahin, ne? Doch, wenn ich da hoch und dann aufs Dach und dann drinnen darüber. Natürlich komme ich da rum. Ah, komm. Hahaha, ich bin so gut. So. Und dann da hoch und dann darüber. Achso, ja, genau. Hm. Ja, stimmt. Hier kommt man nicht mehr rüber. Tja, ne? Dann. Ey. Geil. Aber
Da kommt man nicht. Vielleicht kommt man darüber. Das hört sich schleimig an. Ich muss doch irgendwie wieder hochkommen. Da ist eine Kiste. Naja, gut. Also, dann würde ich sagen, hier kommen wir dann das nächste Mal rein. Oder, also, ich versuche es jetzt noch ein bisschen hier. Und wenn ich hier nicht hier reinkomme, dann treffen wir uns auf der nächsten Seite, auf der anderen Seite. Gut, macht's gut. Bye, bye.